herzlich willkommen zu diesem kurzen und kleinen Trip am TSW 4 mit dem Vectron der Baureihe 193 von BLS Cargo. Wundervolles Repaint von meiner guten Freundin, der Hanna, aus ihrem Repaint-Pack für den Vectron. Das Repaint-Pack ist noch nicht verfügbar öffentlich, aber ich darf es schon mal vorab so ein bisschen anzeigen, beziehungsweise antesten und euch auch schon mal hier und da mal ein bisschen was schon vorstellen von, damit ihr schon mal sehen könnt, worauf ihr euch auf jeden Fall freuen könnt. Es gibt keinen angekündigten Release für das Pack, ne? Also ihr braucht gar nicht zu fragen, wann wird das erscheinen, ich weiß es nicht, aber ich bin mir sicher, dass euer Feedback auch hier zu dem Repaint Pack gelesen wird, auch zu dem Repaint hier, und ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal los. Es ist eine vergleichsweise kurze Fahrt, die wir heute hier haben. Fahrzeit sind angedacht 12 Minuten und wir, ja, legen jetzt einfach mal los. Dann können wir einmal die PZB einschalten. Mittlere Zug hat es an. Hervorragend. Ja, wir haben natürlich jetzt keine Eingabe der Zugdaten mit Bremshundertstel und allem. Das fehlt jetzt leider. Dann merkt man das erst, dass sowas im Grunde genommen, nachdem man den Intercity-Steuerwagen und die 101 gefahren ist, dass sowas dann fast schon ja fehlt. Obwohl der Vectron ja wirklich eine sehr, sehr schöne und in die Tiefe gehende Lok ist. Wir erhöhen mal hier die E-Bremskraft auf 240 kN. So, Bremsart G ist okay, Zugbeleuchtung brauchen wir nicht. AFB machen wir noch an. AFB. So, dann können wir losfahren. Unser Auftrag ist es heute, den DB 8192-2 Bühle-Rundholz zu fahren. Und wir rollen los. Ist das Licht hier? Ja, das auch an. Sehr, sehr schön. Hier steht es auch. So ein paar Änderungen, die es auch im Führerstand gibt. Siemens AG, erforderlicher Hinweis im TF-Geltungsbereich der EBO. Bei einem Ausfall der PZB ist die Geschwindigkeit auf 50 km/h zu reduzieren. Und wir haben halt zu erwarten. Genau, Zugbeeinflussung. Das stellen wir mal auf dunkel. Und jetzt frage ich mich hier, GSMR. Ne, das ist eine Textur, aber immerhin ist sie ja jetzt mit dabei. Ab hier dürfte theoretisch 60 gefahren werden. Ich kann mal den Zuglenkmesser aktivieren. Da seht ihr es. Allerdings haben wir sowieso halt zu erwarten. Ja, wobei das hat sagt, dass wir nicht halt zu erwarten haben. Dann können wir auf jeden Fall ein bisschen schneller fahren. Sehr schön. Noch ist der Zug nicht vorbei an der 60er Tafel. Das heißt also, wir dürfen noch 40 fahren. Ne, wir sehen es auch hier. Wir haben noch gut 120 Meter. Da vorne der Regionalexpress, der vor uns ausfährt. Sehr, sehr schön. So, jetzt können wir die Geschwindigkeit erhöhen auf 60 km/h. Dazu stellen wir sie in der AFB ein und bestätigen das Ganze. Dann schaltet die Lok wieder Leistung auf. Wir sind noch in der Überwachung, 70er Überwachung. Aber eigentlich können wir uns ausbefreien. Hinten dran haben wir, ja, Wagen verschiedener Art. Einerseits hier diese Habinswagen, andererseits diese Holzwagen, diese Rungenwagen. Und ja, wir haben wie gesagt nicht viel
keinen extremst großen Umlauf heute, sondern nur einen relativ kurzen. So, da haben wir auch schon langsam Fahrt zu erwarten. Mit 50 laut hat. Sind übrigens auf der Strecke Rosig Nord. Ich glaube, ich habe es zu Beginn nicht gesagt. Erkennt man auch hier sehr schön, hier von RWI eigentlich diese Anlage. Habe ich auch schon mal in Realität gesehen. Tatsächlich sehr markant. Und da noch mal der Vorsignalwiederholer. Und ab da gelten noch nicht die 50, sondern hier gelten 50. So. Genau, wir gehen runter auf 50 km/h. Können wir alles mit der E-Bremse machen. Und lösen wieder. Können die AFB auf 50 voranwählen und dann bestätigen. Dann halten wir auch die Geschwindigkeit. So, 50 gelten ab hier. Und da haben wir wieder Langsamfahrt zu erwarten. Auch das Ganze wird wieder mit PZB wachsam bestätigt. Das ist hier dieser gelbe Taster. Wir sehen, die 1000-Hertz-Beeinflussung ist aktiv. Schönes Repaint BLS Cargo, die Alpinisten. Ja, mit den ganzen Bremsgewichten und allem drum und dran. Also wirklich sehr, sehr, sehr schön. Da könnt ihr euch auf jeden Fall ordentlich auf was freuen, auf das Repaint Pack, wenn es dann irgendwann kommt. Weil das sind weit mehr als nur Repaints. Da wird auch teilweise, werden da, je nachdem, was für ein Repaint man da gerade anwählt, werden auch Dinge im Führerstand verändert angezeigt. Und wir haben halt zu erwarten. So, ich weiß nicht, ob ihr es irgendwie im Hintergrund klopfen oder sowas hört. Das sind leider irgendwelche Bauarbeiten. Da komme ich leider nicht drum herum, die hier stattfinden. So, die 40 gelten ab hier. Ja, das passt doch ungefähr. Lösen wir mal wieder aus.
und lassen rollen. Da vorne haben wir ein halt zeigendes Signal. Aber ich glaube, das ist es noch nicht ganz genau. Wir sollen nämlich hier Wagen abkuppeln und dann nochmal weiterfahren und dann nochmal die anderen Wagen abkuppeln. So, da ist der 500-Hertz-Magnet. Wenn wir den überfahren, leuchtet der Leuchtmelder. Genau, da ist er. So, einmal die E-Bremse 100% rein. Und die letzten Meter helfen wir dann mit der Druckluftbremse nach. Ja, war schon ein bisschen sehr spät, aber ich glaube, es funktioniert noch. Ich hoffe. Okay. Okay. So viel dazu. ja. Dann wäre es das auch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ist das peinlich? Egal, ich lad das trotzdem hoch. Ja, macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.